Meine lieben Geschwister, es liegt in der Natur eines jeden Menschen, dass wenn er angegriffen wird, seine Familie getötet wird, dass er sich verteidigt. Dieses Recht, das im Instinkt eines jeden Menschen innewohnt, wird den Menschen in Palästina und vor allem den Menschen in Gaza untersagt. Und deswegen müssen wir anfangen, nachzudenken, wie das Leid unserer Geschwister in Gaza tatsächlich beendet werden kann. Die Menschen in Gaza sind mittlerweile seit über 200 Tagen einen Völkermord ausgesetzt. Und keine Kraft der Welt, keine Macht der Welt, keine politische Führung der Welt vermochte es bis jetzt, etwas zu unternehmen, dass das Leid der Menschen in Gaza vermindert wird. Alle politischen, alle diplomatischen Bemühungen zum Trotz begeht Israel weiterhin diesen Völkermord und sie drohen mit noch viel schlimmeren. Wie ihr wisst, hat Israel mittlerweile über 35.000 Menschen in diesen 7 Monaten ermordet. Und ihr wisst auch, dass sie gerade ihre Truppen zusammenziehen, neue Bataillone aufstellen und sagen, selbst wenn es zu einem Abkommen kommt mit den Palästinensern, der Angriff auf Rafah, der wird stattfinden. Und wir haben dafür sogar schon einen Termin festgelegt. Und wenn das geschieht, kann es gut sein, dass das, was sie bis jetzt gesehen haben, an Morden, an Massakern, dass das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein wird, wenn die israelische Armee tatsächlich, wie sie es ankündigen, in Rafah einmarschieren wird, dann werden wir noch viel schlimmere Massaker sehen. Und deswegen dürfen wir uns im Denken keine Fesseln legen lassen. Es ist nicht nur so, dass die Palästinenser das Recht haben, sich zu verteidigen gegen diesen Völkermord. Es ist vielmehr so, dass eine Pflicht besteht, vor allem für die umreihenden Länder, dass sie sich einmischen und diesen Morden, diesem Massaker ein Ende bereiten. Man tut so in Deutschland und überall auf der Welt, als wenn wir es nicht denken können, als damals der Diktator Bashar al-Assad seine eigene Bevölkerung bombardiert hat, sind Stimmen laut geworden, dass man doch eine Flugverbotszone über Halle braucht, um die Menschen zu schützen. Alles gut. Warum unternimmt niemand etwas, um die Menschen in Gaza zu schützen? Ist es kein gerechtes Anliegen, wenn wir fordern, dass das ägyptische Militär einschreitet, um die Menschen in Gaza zu schützen? Aber wie ihr wisst, ist die ägyptische Regierung und leider auch die Führung des ägyptischen Militärs auf Seiten dieser barbarischen Zionisten. Und deswegen, wenn sie nicht einschreiten, um die Menschen zu schützen in Gaza, dann ist es die Pflicht von uns und von den Menschen um Palästina herum, dass wir sie dazu aufrufen, dass sie diese verräterischen Regenten, die ihren Geschwistern nicht zu Hilfe eilen, dass sie diese loswerden. Meine lieben Geschwister, Veränderung. Veränderung beginnt damit, dass wir anfangen, anders zu denken. Schätzt das, was wir hier tun, zusammenkommen und kommunizieren und nachdenken darüber, was eine Lösung sein könnte für die Menschen in Palästina und Gaza. Das dürfen wir nicht geringschätzen. Und deswegen ist mein Appell an euch und an mich, dass wenn wir mit den Menschen reden, ihnen sagen, wir dürfen uns das Mundwerk und unser Denken nicht verbieten lassen. Die Lösung für die Menschen in Gaza und für die Menschen in Rafah, die kurz davor stehen, dass das israelische Militär dort einmarschiert, ist, dass eine außenstehende Kraft und am besten ist natürlich Ägypten dazu geeignet, sich einmischt und diesen Völkermord beendet. Und auch das ist im Sinne des Islams, so wie der Bruder vor mir gesagt hat, waren es in der Vergangenheit muslimische Führer, die Initiative ergriffen haben, vor allem der kurdische Führer Salahuddin al-Ayyubi.
der bekannt geworden ist, der zum Held geworden ist, hat Initiative ergriffen, obwohl er selbst kein Palästinenser war. Hat er gesagt, dass das, was die Kreuzritter damals gemacht haben, das muss unterbunden werden. Und auch nur so lässt sich die israelische Armee stoppen. Diese Menschen, die Führung in Israel, sie sind kaltblütig. Ein Netanyahu beispielsweise ist bereit, in Rafah einzumarschieren. Nicht aus irgendwelchen militärischen Gründen, weil er Druck bekommt von seiner Regierung, von seinen Regierungsmitgliedern. Und das alleine, um sich selbst an der Regierung zu halten, reicht ihm, um zu sagen, trotz eines Abkommens mit den Palästinensern, wir werden auf jeden Fall in Rafah einmarschieren. Und dann werden die Demonstrationen nochmal lauter. Und wir werden nochmal auf die Straße gehen. Aber dort gibt es doch Menschen, die ihnen zur Hilfe eilen können. Dort gibt es ein Militär. Und denkt nicht, dass Israel und seine Führung sich stoppen lässt. Sie sind dort mit Gewalt einmarschiert. Und sie werden dort auch nur mit der Gewalt eines Staates gestoppt werden. Und deswegen müssen wir anfangen, in diese Richtung zu denken. Nämlich, dass es die Pflicht ist, von allen Menschen, dass sie dafür arbeiten, dass eine gerechte Gewalt einschreitet, um das Leid der Menschen dort zu beenden und die Bevölkerung von Gaza zu schützen. Barakallahu fikum fürs Zuhören.